Hallo und herzlich willkommen beim AKÖGB Betriebssport. Homeoffice ist gekommen, um auch nach Corona zu bleiben. In vielen Beratungen wurde uns bewusst, dass körperliche Schäden durch falsche Haltung und falsche Arbeitsplätze entstehen. Darum war es uns so wichtig, gemeinsam mit Michi Meierhofer für euch Videos zu produzieren, die euch Übungen zeigen und begleiten, damit ihr euren Körper fit halten könnt. Aktiv im Homeoffice ist ein Programm, das haben wir gemeinsam mit der Arbeiterkammer, mit Spezialistenarbeiterkammer, muss man sagen, entwickelt. Gemeinsam Roland Holzinger und ich, Michi Meierhofer. Und wir haben uns wirklich sehr spezielle, sehr ausgefinkelte Übungen und Abfolgen überlegt, um euch zu Hause fit zu machen und fit zu halten. Aber was genau haben wir gemacht, Roland? Ja, wir werden uns Übungen anschauen für die Beweglichkeit, wir werden die Dehnfähigkeit uns anschauen, wir werden Übungen machen für die Mobilisation und Kräftigung, für die Nackenmuskulatur, Schulter, Rücken bis runter zu den Beinen und das alles für euch. Wir freuen uns. Hallo, ich bin Roland Holzinger von Personal Fitness und wir starten heute das Programm Aktiv im Homeoffice. Was machen wir da? Wir machen Übungen zum Auflockern und Entspannen, damit wir wieder in Form kommen. Wir, das bin ich und? Karin Sattlecker, ich bin Mitarbeiterin in der Arbeiterkammer, sitze im Moment sehr viel im Homeoffice-Bereich und spüre schon die ersten Verspannungen. Und der Roland wird mir und euch helfen, wieder locker in Bewegung zu kommen, die Muskulatur wieder durchzubewegen. Und damit starten wir gleich, liebe Karin. Schultern, Rücken, das kommt heute alles dran. Fein. Okay, Karin, wir starten. Dazu setzen wir uns mal nach vorne auf den vorderen Sesselrand. Aufrechter Sitz. Und aus der Position nehmen wir mal unsere Arme mit den Fingerspitzen hinter die Ohren, nur hinter die Ohren, nicht über Kreuz, nur hinter die Ohren. Und aus der Position starten wir mal mit kleinen Ellbogenkreisen. Lasst euch schön Zeit dabei. Und jetzt kannst du versuchen, langsam etwas größer zu werden. Und achte darauf, dass du nicht nur den Kreis vor dem Körper machst, sondern auch nach hinten, da wo es schwieriger wird. Ja, und dann dürfen deine Kreise ruhig ein bisschen größer werden. Ja. Lass den Oberkörper schön aufrecht. Ja, bleib aufrecht sitzen. Gleichzeitig trainieren wir hier die untere Rückenmuskulatur. Ah, und jetzt lasst ein bisschen Zeit, nicht so schnell. Zwick die Schulterblätter ordentlich zusammen, hinten. Aha. Und jetzt werden die Kreise schon richtig groß. Und gerade da hinten, wenn es ein bisschen zwickt auf der Rückseite, dann lasst ihr da hinten Zeit. Ja, dort, wo es zwickt, wissen wir, besteht ein kleines Problem. Und genau da wollen wir langsam drüber gehen. Okay, ich spüre schon was. Wirklich? Ja. Ja. Okay, aber das Lustige kommt erst, jetzt drehen wir das Ganze mal um. Ja? Starten wieder klein, ja? mit kleinen Kreisen in die andere Richtung. Schau mal, dass die Ellbogen vielleicht auf Schulterhöhe bleiben. Ja, genau. Und dann wie eine Spirale werden wir langsam etwas größer. Und je größer wir werden, ja, desto langsamer werden wir auch in unseren Kreisen. Und jetzt merkst du wahrscheinlich schon, wie die Schultermuskeln hinten sich schon ein bisschen anspannen. Ja, ich spüre schon was zwischen die Schulterblätter. Ja, kracht es schon besser da hinten. Ja. Ja, ein paar Sekunden haben wir noch, weil jetzt werden wir zum Schluss noch mal richtig schön groß. Ja, nimm die Ellbogen auch nach vor und natürlich weit nach hinten. Genau. So, noch drei,
zwei, eins, jawohl, und dann lassen wir die Arme einmal runterhängen, ein bisschen ausschütteln. Oh fein, da tut sich schon was. Ja, ist gut, wenn die schweren Schultern einmal wieder entlastet werden. Für die nächste Übung bleiben wir gleich einmal so sitzen und wir mobilisieren einmal unsere Wirbelsäule. Aus dieser Position schau bitte gerade nach vorne, mach dich ganz groß und aus der Position versuchst du jetzt einmal den Kopf einzuziehen, ja, und den Rücken rund zu machen. Und zwar ganz rund, lass den Kopf hängen, kipp nach hinten weg mit dem Becken und komm dann wieder hoch, und zwar so, dass du zuerst das Becken hoch kippst und dann den Oberkörper Wirbel für Wirbel aufrichtest in eine schöne Blick nach vorne Position. Ja? Also machen wir es gemeinsam. Kopf einrollen, Brustwirbelsäule einrollen, den Bauchnabel einziehen und den Kopf in Richtung zwischen die Beine und wieder aufrichten. Nicht zu schnell. Schauen wir auf eine ruhige Atmung, auch die Teilnehmer zu Hause. Ja, richte dich schön auf, zieh das Brustbein vorne hoch, genau, und langsam wieder nach unten. Mit dem Ausatmen können wir das sehr schön kombinieren und richten uns wieder in die Position auf. Und Karin, spürst schon was? Schon ganz eine lange Wirbelsäule, voll gut. Ja, jetzt kommt gleich noch was dazu. Und zwar werden wir jetzt unsere Beine ein bisschen auseinandergeben. Ja? Unsere Hände lockern wir, dann haben wir von den Knien ein bisschen weg. Und jetzt machen wir eine Vorbeuge. Das heißt, nicht nur der Kopf und die Brustwirbelsäule, sondern jetzt nehmen wir auch noch unsere Hüfte mit, ja, und ziehen unseren Oberkörper so weit es geht nach unten. Können wir uns bei den Knien ein bisschen anhalten, dass wir uns den Oberkörper vorziehen. Und dann kommen wir wieder von unten beginnend, von der Lendenwirbelsäule nach oben hin langsam wieder hoch. Auch hier wieder in die aufrechte Position. Starten wir neu. Ja. Absenken, rund machen, ganz rund machen den Rücken. Zieh den Oberkörper zwischen die Beine rein, fest nach unten. Halt 1, 2, 3, 4, 5 Sekunden und komm wieder langsam mit dem Ausatmen hoch in die aufrechte Sitzposition. Ja? Mach ein letztes Mal? Ja. Geht sicher noch. Kopf einrollen, Brustwirbelsäule ganz tief nach unten, zieh dich nach unten. 1, 2, 3, 4, 5 und roll dich langsam wieder hoch in die aufrechte Position. Langsam kriege ich eine Länge ein in die Wirbelsäule. Eine Länge, und die wird jetzt gleich noch viel länger. Für die nächste Übung, ja, da gehen wir her, lassen unsere Arme mal ganz locker zur Seite hängen und aus der Position nehmen wir mal es hoch auf Schulterhöhe, ja, und dann gehen wir so mal über Kopf. Und jetzt ziehen wir abwechselnd einmal mit der rechten, einmal mit der linken Hand hoch und versuchen, ja, die Äpfel, die wir uns da oben vorstellen, einmal vom Apfelbaum zu pflücken. Mach dich ganz lang. Und für welchen Muskel ist das jetzt gut? Du spürst das jetzt sicher in den Schultern, ja, weil die verspannten Schultern, die haben da was dagegen, dass wir uns so lange machen, weil wir sitzen ja
selten in der Position. Außerdem Arm über Kopf ist eine ganz seltene Position und es ist ganz wichtig, dass wir hier Dehnung hier in die Flanke reinbekommen. Das spürst du vielleicht, ja, wenn es gleichzeitig haben wir ja, eine Mobilisierung, eine Seitenneigung in der Wirbelsäule dabei. Ja, mein Baum hat so viele Äpfel, da haben wir noch einige zum Pflücken und darum ziehen wir da schon noch ein paar Mal ganz ordentlich hoch und unterstützen das Ganze jetzt noch, indem wir den zweiten Arm aktiv nach unten senken. Der Blick geht weiterhin rauf in Richtung Apfel. Ein Arm zieht nach oben und der andere zieht nach unten. Geht's noch? Ruhig, gut. So, die letzten 5, 4, 3, 2, 1. Und dann nehmen wir die Arme wieder runter, schütteln ein bisschen aus. So, jetzt lassen wir unsere Schulter mal ein bisschen ruhen, dass wir ein bisschen Pause bekommen. Jetzt gehen wir her. Setzen uns ein bisschen zurück jetzt wieder auf unserem Sessel, ja, und drehen einmal unseren Oberkörper zur Seite. Du hast eine schöne Armlehne hier und jetzt ziehen wir mal den Oberkörper so gut es geht und so weit es geht nach hinten. Achte darauf, dass deine Knie schön parallel bleiben, weil wenn du die eine Hüftseite mitdrehst, dann sitzen wir gleich ganz schräg da und dann haben wir zu wenig Dehnung in der Wirbelsäule. Ja? Vorsichtig. Ah, das ist jetzt eine gute Drehung da im unteren Bereich und in der Mitte spült es ja auch ganz schön ab. Gell? Ja, genau. Und du kannst mit einem guten Griff natürlich das auch als Hebel verwenden, ja? Dass du den Oberkörper schön weit nach hinten drehen kannst. Und wenn du noch was für deine Halswirbelsäule machen möchtest, dann schaust noch über deine Schulter hinaus, soweit es geht. Ja? Vorsichtig nach hinten drehen. Für unsere Teilnehmer zu Hause, wenn es Schmerzen gibt, dann heißt es hier Stopp. Schmerz ist ein Warnsignal und das wollen wir berücksichtigen. Gilt für alle Übungen. Nach hinten drehen. Und über die Schulter hinausschauen. Ja, das wollen wir jetzt auch nicht zu lange halten. Drehen uns wieder zurück. Vorsichtig in die Mittelposition. Kurz einmal die Schultern ein bisschen bewegen. Und dann die Arme auf die andere Seite nehmen. Muss ich wieder aufpassen, dass die Beine stehen bleiben? Da bleiben wir wieder schön parallel, genau wie auf der anderen Seite. Und drehe den Oberkörper aktiv nach hinten. Und schau über die Schulter hinaus. Wir haben hier eine schöne Rotation in der gesamten Wirbelsäule. Von der Lendenwirbelsäule über die Brust bis zur Halswirbelsäule. Ja, komm wieder zurück. Wir wechseln auch hier noch einmal auf die andere Seite. Ja. Schauen drüber hinweg. Das machen wir jetzt noch etwas kürzer. Wechseln noch einmal auf die andere Seite. Ziehen noch einmal hinaus. Und lösen auch das wieder auf. So Karin, jetzt haben wir mobilisiert, Schultern, ja. Jetzt haben wir auch nach oben hin, ja, viele Äpfel gepflückt, einige Kilo heute, gedehnt, ganz wichtig, Rumpfmuskulatur und die Wirbelsäule. Wir schauen, dass die Wirbel wieder Bewegung reinbekommen, Länge reinbekommen, damit die Spannung in unserer Rückenmuskulatur durch das viele Homeoffice reduziert wird. Und da machen wir dann
das nächste Mal weiter. Super, das sind jetzt alles Bewegungen, die ich am ganzen Tag nicht habe, wenn ich am Schreibtisch sitze. Danke, Roland. Gerne.